Moin Leute, ich bin's, der Steffen. Und heute probieren wir mal eine Map aus, die richtig, richtig groß ist und richtig nice. Erinnert mich ein bisschen an die Landung in der Normandie von den Alliierten 1944. Wegkriegskram mal zur Seite geschoben. Ich wollte diese Map eigentlich schon vor längerem vorstellen, hatte aber krasse Probleme mit meinen Grafiktreibern. Also, wie ja jeder, der den Kanal hier irgendwie verfolgt, weiß, ist, dass ich ziemliche Probleme habe mit meinen AMD-Grafiktreibern, dass die Texturen dann rumflackern wie scheiße. Und dieser Strand hier, der sah aus, als wenn er einfach komplett auf LSD wäre oder so. Deswegen konnte ich das leider nicht vorstellen. Denn stelle ich diesmal auch heute nicht diesen Civ-Mod vor, den ich letztes Mal vorgestellt habe, weil ich die Map hier einfach mal vorher machen wollte. Und den Civ-Kram, den schieben wir dann auf zum nächsten Mal. Naja, die Aufgabe jetzt hier ist, diesen Damm zu zerstören. Als erste. Das hier ist eine Map, die nicht einfach nur Eroberung hat, sondern, ich glaube, die hat gar keine Eroberung. Sondern man muss hier einfach Sachen machen, wie in der Kampagne. Und es gibt auch einen Helden, das ist der hier, Mac Trooper. Sieht ein bisschen aus wie ein Republic Commando. Hat eine ziemlich krasse Waffe. Einiger ist hier ungenau, aber ziemlich stark und hat auch sehr, sehr starke Granaten. Die kann ich gleich nochmal ausprobieren, wenn da ein paar mehr Gegner sind. Und an dieser Map ist die Sache, dass am Ende muss man einen Raum einnehmen, in dem extrem viele Droiden spawnen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Man muss da sind, bevor die Droiden in den Raum rein spawnen, dann kann man das noch schnell einnehmen. Aber wenn da erstmal so viele Droiden sind, dann ist das verdammt schwer, das einzunehmen. Und da kann man nichts anderes als mit diesen Typen hier, weil das ja so eine Heldenklasse ist und man das Lichtschwert unten links hat, das sich auffüllt, wenn man Kills macht. Und sonst geht das einfach gar nicht. Aber naja, dazu kommen wir ja gleich. Ich will einfach mal die KPs einnehmen hier. Währenddessen kümmern sich meine KIs um den Damm da vorne. Ah, jetzt nehmen die den Kommandoposten da hinten wieder ein, den ich gerade eingenommen habe. Was ist denn das? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Und die haben den da hinten auch. Och, Mensch. Naja, ATTE ist da vorne. Da ist der KP. Nehmen wir mal den KP ein. Kann ja nicht so schwierig sein. Das kann nicht angehen, dass die inmitten von Klonen hier einfach ein KP einnehmen. Was ist denn los? Ich habe auch eine normale Pistole. Wow, die sieht sogar ganz gut aus. Die macht einen Dreifachschuss. Die probieren wir gleich mal aus. Okay, der GAP. Ach, du Heiliger. Ich gehe mal in ATTE rein. Ich habe das hier schon gespielt, deswegen weiß ich, wie stark die GAPs sind. Dieter, der das Spiel spielt, weiß, dass die Zweitwaffe von dem ATTE verdammt stark ist. Und jetzt guckt mal, wie lange man braucht, um damit einen GAP zu zerstören. Und deswegen, diese GAPs, die halten einfach die gesamten KIs auf. Deswegen kümmere ich mich mal um die. Zumindest teilweise, weil ich gleich aussteigen muss, weil ich sonst verrecke hier. Ah, ich glaube, den kriege ich aber noch tot. Ja, okay, dann kümmern wir uns nochmal um die Droiden, die alle so rumharzen. Das zählt nicht als Kills, wenn ich das in dem ATTE mache. Das ist gerade gar nicht gut. Ich verrecke hier hart. Oh, jetzt bin ich tot. Shit happens. Naja, die restlichen Truppen sind jetzt nicht so krass, das ist ein, glaube ich, ein Stück normaler Techniker. Okay, die Feuerrate von dem Schrotgewehr ist ziemlich stark. Und der lädt sehr schnell nach. Das ist also ganz nice. Und die Skins sind alle auch ganz cool. Man muss aber immer noch treffen können, das ist so eine Sache.
Oh yeah. Kommt alle her. Ich mach euch kaputt. Oh shit. Und ich bin tot. Naja, ich nehme mal die ganz normale Truppe wieder. Die geht mir immer noch am besten. Obwohl, wir können den Typen hier auch mal ausprobieren. So. Okay, was hat der denn? Der hat eine Minigun, aber die hat eine sehr langsame Feuerrate. Macht aber ziemlich viel Schaden. Überhitzt aber auch verdammt schnell. Okay, das ist nicht so mein Ding. Nehmen wir mal den normalen hier. So, der GRP wurde zerstört. Das ist blöd. Ich habe das ein paar Mal gespielt hier und ich habe es nur einmal geschafft, diese Mission hinzubekommen. Okay, Heldentruppe. So, jetzt auch alles mal geben. Na, kommt her. So, Verrecke, Verrecke, Verrecke. Gut, dass man hier nicht nachladen muss. Okay, Grievous. Ach, du Heiliger. Nein, no. Boah, ich hab ja Jetpack. Oh, geil. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich ein Jetpack habe. Scheiße, jetzt bin ich aber wieder tot. Mensch, Grievous, was machst du denn da? Ist Grievous noch da? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Vielleicht heißt es, dass er tot ist. Shit, was war das denn? Fette blaue... Nein, da ist Grievous. Das war ein leichter Teamkill. Aber Grievous ist tot. Immerhin, darauf kommt es an. So, bevor jetzt unsere ganzen Einheiten hier wirklich zugrunde gehen, muss ich diesen KP einnehmen. Oh yeah, das hat super geklappt. Die scheiß Spastis. Ich meine, die blöden Druiden spawnen einfach direkt hinter mir. Okay, da kommt mal her. Ey, da ist ein Klon in das Geschütz reingegangen. Das ist super. Verpisst euch alle. Oh ja, das sieht gut aus. Nice, okay. Nächster KP. Ich glaube, das heißt nur, dass wir den beschützen sollen. Also, nehmen wir den anderen ein. Oh ja, ich kann wieder als der Typ hier spawnen. Wow, alles vibriert. Ja, yeah, ich hab ein Jetpack. Dass mir das Feuer nicht aufgefallen ist. Wow. Zeit für eine Granate. Es gibt hier Granaten, die heißen Bunker Buster oder Bunker Buster oder sowas. Die sind verdammt stark. Davon habe ich jetzt gerade eine geworfen. Okay, noch eine. Gönnt euch. Oh ja, yeah. Multikill. Okay, Leute, das ist nicht feierlich, wie viele Druiden hier spawnen. Naja, ich überlebe es irgendwie. Okay, nice, den KP haben wir so gut wie eingenommen. Wow, das waren viele Druiden. Noch ein Kommandoposten für die Republik. Okay, jetzt haben wir 5 Minuten Zeit. Ah, das, den Raum, den meinte ich. Ich dachte, ich habe ein Jetpack. Was? Oh, verdammt, hier sind viele Druiden. Einfach durchrennen. Wir müssen ja nur den Raum da hinten einnehmen. Ich habe irgendwas im Hals. Das ist der Raum. Okay, schnell einnehmen. Kann ich hier Munition irgendwie... Okay, shit, was ist los? Wow, da hat die Map verkackt. Okay, ich nehme die jetzt mal nicht ein. Wir haben ja auf jeden Fall lange Zeit dafür. Die können jetzt nicht mal nachspawnen. Also wenn ihr euch die Map hier runterladet,
und einfach mal spielt, dann werdet ihr sehen, dass da extrem viele Druiden spawnen. Ich glaube, ich hätte denen mehr Zeit geben müssen. Und alle sind tot. Es ist so still. Wow, das war's. Haha. Okay, wenn ihr da nicht so richtig krass reinrusht und euch erst um die Druiden kümmert, die da vorne rumstehen, dann werden hier so viele spawnen. Der gesamte Raum ist komplett voll. Und dann noch gegen die anzukommen, ist sowas von schwierig. Noch ein Kommandoposten unter der Kontrolle der Republik. Aber das jetzt war verhältnismäßig einfach. Also wenn man den Raum hier rusht, dann hat man eine Chance. Und wenn man sich Zeit lässt, dann ist man gefickt. Ungefähr so. 100 zu 6. 100, das ist immerhin eine schöne Zahl. Ah, Überlebenskünstler, Abschussorgie, Staatsfeind, Auge. Die krassen Auszeichnungen hier. Naja, das war's. Eine wirklich ziemlich nice Map. Man kann die auch als KOS spielen. Ich frage mich, was da die Sachen sind, die man machen muss. KPs einnehmen und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Könnt ihr ja dann für euch mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall eine gute Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.